Willkommen zu After Dark. Heute aufgenommen, leider nicht live. Wir haben uns einen Sonntag hier zusammengefunden, im kleinen Kreis sozusagen mit Annabelle und Miriam und nehmen hier ein paar Videos auf. Nicht fürs Archiv, sondern für den Sender zum Raushauen. Und ich habe gerade ein Spiel gespielt, da dachte ich mir, das passt irgendwie ganz gut zu After Dark, obwohl es auf den ersten Blick und vor allem musikalisch da nicht reinpasst. Aber ihr werdet gleich merken, warum das in diese düstere Horror-Gaming-Rubrik reinpasst. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an, weil dann kriegt ihr die volle Packung. Wie gesagt, die Musik hört ihr vielleicht schon. Ist auf jeden Fall eher was Treibendes und nicht wirklich mysteriös spannungsgeladen. Ich hoffe, wir kriegen Bild, Regie. Kriegen wir denn? Wir haben das gar nicht getestet. Wir kriegen ein Bild? Okay, wir starten. Ich drücke. Moment, okay, will ich eigentlich meinen... Nee, okay, wir machen es anders, weil ich meinen Progress nicht verlieren will. Wir gucken uns einfach die Cutscene des Intros an und dann spielen wir den ersten Level. Vielleicht das Bild im Bild raus wegen dem Text. Das wäre vielleicht ganz nett, Regie. Danke. Deep breaths. You want a drink? Whiskey. Hold the rocks. Hold the rocks? Hilarious, Mr. West. Fuck you. My name is Inspector John West. I was the officer in command on the Party Hard killings. Can you describe to me exactly what the Party Hard killings were? They were a series of murders strung across the U.S. during the autumn break of 2000, exclusively taking place in and around house parties, rooftop parties, cruise parties, you name it. This guy was there, stabbing his way through the crowds. And what was the motive, Mr. West? This guy, he just wanted some peace and quiet. Maybe you should start from the beginning, Inspector. It might give us a better idea of where this all went so wrong. Okay, mysteriös. Dann klicken wir jetzt mal auf Continue und spielen den ersten Level. Barbecue Party. Und es ist ganz einfach. Zumindest die erste Mission. Wir sind da unten links, dieser kleine Psycho, und müssen dafür sorgen, dass diese Party beendet wird mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Zum Beispiel kann ich, und das ist noch relativ geschickt, einfach dieses Telefon hier benutzen. Und dann mal gucken, was passiert. Es passieren tatsächlich auch immer andere Sachen. Also, aha. Okay, da kommt einfach eine Limo. Ich bin mir nicht sicher, ob das gerade das war, was ich ausgelöst habe. Das letzte Mal, als ich es gespielt habe, kam hier... Ah, okay, da ist jetzt irgendwie Partywechsel. Leute gehen tanzen. Aber wenn ich jetzt eine Bombe hätte. Es gibt tatsächlich hier auch eine Bombe in diesem Level, glaube ich. Die habe ich aber nicht gefunden. Ja, alles ist random. Letztes Mal kam so ein Cockroach-Unternehmen und hat den ganzen linken Raum so mit Gas eingesprüht. Und da sind natürlich alle dann verendet. Oh, der Gregor kommt. Das ist ja eine Überraschung. Hallo, Gregor. Hallo, lass ihn schlagen. Ich morde mich gerade durch die Geschichte. Ha, Moment. Ah, fuck. Nein. Kann ich mich noch dran erinnern, das waren die 80er, oder? Ja, genau, so war das. Das sah genauso aus. Serienkiller in den 80ern. Gregor, du bist auch hier, um aufzunehmen, oder? Ja. Das ist ja interessant. Wir sind hier richtig am Start am Sonntag. Ja, wundervoll. Ganz im Ernst, ist irgendwie geil, wenn einer kommt, dann stört. Ja? Dass man sich hinsetzt, einmal nur was macht. Ey, das ist wahr. Ich habe ja gerade dieses Spiel entdeckt. Das ist so eine Art. Oh, da ist auch ein Mario. Der kommt immer rein und macht meine Durchgänge hier oben kaputt. Und dann kann ich da nicht mehr durch. Das ist sehr scheiße. Jetzt kommt er und nervt mich. Ja, dann mach mal weiter. Ja, genau. Mach's gut, Gregor. Gregor nimmt gerade Metal Gear Solid auf. Oder gleich. Vielleicht nehmen wir auch zusammen ein bisschen Spiele mit Bart auf. Mal gucken. Wir haben ja noch den halben Sonntag. Für uns frei. Ah, und sie entdecken mich hier die ganze Zeit. Das ist natürlich ärgerlich. Ich kann hier auch nicht viel machen. Vielleicht nehme ich noch schnell mal einen mit. Pam. Der hier auch. Ganz verdient. Ich kann die natürlich auch verstecken, die Körper. Oh, haben die mich gesehen? Ich hoffe nicht. Doch, der hat mich gesehen. Scheiße. Vielleicht. Ah, nein. Nein, ich wollte die Waffe aktivieren. Vielleicht läufst du da rein? Ja. Perfekt. Ganz knapp. Hui. Hier kann ich leider nicht durch das Fenster, obwohl ich es gerne würde. Ihr seht schon, ich laufe hier immer lang. Und Achtung, jetzt drücke ich gleich mal Y. Was? Oh. Ich wollte ihn gerade mit dem Kabel erschlagen. Und den Schock verpassen. Aber der hat vorher die Leiche gesehen und ist zur Polizei gerannt. Weil es das ist, was sie immer machen. Oh, der hat mich gesehen. Shit. Okay, der muss jetzt hier
schnell einen Umweg gehen. Die Cops sind zum Glück extrem faul. Also sobald ich den Weg ein bisschen erschwere, haben die oft keinen Bock mehr. Wobei der hier ist ein bisschen hartnäckiger. Was soll ich da machen? Hier lang. Ah, okay. Ich warte einfach und aktiviere diesen Gasherd. Ihr seht ihn. Oh, nee, doch, der Polizist haut schon einfach ab. Gut. So. Weiß ja nicht gerade, wo ich mit dem Körper hin soll. Ah, sehr praktisch. Oh, hoffentlich sieht der Typ mich unten nicht. Nein. Schnell in die Eisbox. Was läuft hier? Warum ist Mario gerade durchs Klo? Ihr habt das selbst auch gesehen, oder? Mario ist in dieses Klo reingesprungen. Da kommt er also her. Okay, ich manipuliere hier diesen Gasherd. Scheiße, jetzt habe ich gerade leider niemanden in der Nähe. Ah, doch. Glück. Und hoffentlich, eigentlich dürfte ich jetzt nicht, genau, als Verdächtiger in Frage kommen. Ja, das Spielprinzip ist logisch. Ihr müsst alles umbringen, was da ist. Damit ihr in Ruhe wieder... Ja, was, wo will der hin? Oh, ich dachte schon, der will zu mir. Damit ihr in Ruhe pennen könnt. Und es darf euch niemand sehen. Ah, wie ihr gesehen habt gerade, es geht auch durch Glasscheiben und ähnliches. Also man muss echt aufpassen, was man macht. Hat er mich gesehen? Ah, der hat mich gesehen. Scheiße, das war's. Ja, das war auch ein bisschen plump eben. Aber das Tolle ist dadurch, dass die Level random generiert sind. Also nicht die Architektur des Levels, sondern die Items, die verteilt sind. Auch die Möglichkeiten, mit denen man Partygäste erledigen kann. Die sind random verteilt. Und das macht echt einen riesen Spaß, muss ich sagen. Hier gibt es manchmal auch Tipps, wie zum Beispiel Pferde. Da ist hier jetzt aber zufällig gerade keins. Aber es gibt Level, wo man auch jemanden von einem Pferd kicken lassen kann. Wenn ich das hier jetzt kaputt mache, dann kommt der Biker runter und dann kann ich vielleicht mit dem irgendwas machen, aber hier ist einfach zu viel Publikum. Die Schlafenden sind mir immer die Liebsten, die kann man auch nehmen und irgendwo hinbringen, wo man sie ganz für sich hat. So, jetzt mal gucken, ob die mich sehen. Hoffentlich nicht. Doch, die haben mich gesehen. Ah, das war ja auch ein bisschen doof. Dann gehe ich jetzt zum Telefon. Shit, die kommt original vor mir am Telefon an. Nee, doch nicht. Sie wird es nicht. So. Ich bin mir nicht sicher, ob mich einer gesehen hat. Sie haben nur die Leiche gesehen. Wir werden es gleich merken, wenn der Polizist kommt. Haha. Na? Oh, ich habe es nicht geschafft, ihn mitzunehmen. Aber dafür den hier. Und der Cop lässt mich jetzt auch in Ruhe, wenn ich das richtig sehe. Aber jetzt kommt wieder Mario und macht oben das Fenster zu. Verdammt, nicht so einfach. Und man denkt am Anfang, oh Gott, wie soll man das alles schaffen? Aber dann irgendwann fängt man halt an, so mehr oder weniger die Fallen geschickt zu nutzen und hat manchmal auch ein bisschen Glück. Und dann sind es gar nicht mehr so viele und dann wird es auch zunehmend einfacher. So, jetzt mal gucken, was beim Telefon kommt. Wieder Limo. Ja, die bringt nicht so viel. Die kann hier und da mal jemanden überfahren, aber ist nicht das, was ich erwartet habe. Und es passiert unglaublich viel auf dieser Party. Ihr könnt euch gerne auch mal nicht auf mich konzentrieren, sondern auf den Rest, der hier so rumläuft. Es gibt wirklich eine Menge Charaktere und die verhalten sich auch ihrem Aussehen entsprechend. Und es gibt auch so finstere Gestalten. Es gibt so einen Drogendealer zum Beispiel. Und oft haben die auch einen gewissen Laufweg und da kann man sehr gut die abfangen und irgendwo in der Ecke einsam erledigen. So wie den jetzt hier. Man sollte sie natürlich verstecken, aber das ist oft gar nicht so einfach. Weil man sieht ja, was hier los ist. Ich kann eigentlich erstmal nur Fallen legen und hoffen, ah, jetzt hat mich einer gesehen. Scheiße, scheiße, scheiße. Hoffentlich nicht der Gasherd. Oh. Okay, gut. Das hat mich, glaube ich, gerade nochmal gerettet. Es sind immer diese Übergänge, die ich hier gerade nutze, die wichtig sind, weil die Cops dann aus irgendeinem Grund keinen Bock mehr haben. Ja. Es ist immer einfach zu viel Weg. Zu viel Fußweg. Aber man kann es auch nicht endlos machen. Ihr seht ja, wie Mario anfängt, den ganzen Shit wieder hier kaputt zu machen. Und jetzt habe ich leider... Jetzt könnt ihr ihm dabei zugucken, wie er wieder ins Klo geht. Ja, das macht es für mich jetzt echt schwieriger. Jetzt muss ich kurz... Will der für mich einen Cop rufen? Ich hoffe nicht. So. Wichtig ist erstmal, dass euch keiner gesehen hat. Aber manchmal hat man auch einfach extremes Pech und rutscht genau in irgendeine... Ah, man kann sich... Das war mir neu. Ich wusste nicht, dass man sich... Kann man sich überhaupt verstecken oder ist das gerade nur ein Bug? Das ist eine gute Frage. Warten wir mal ab. Sieht eigentlich aus, als ob ich hier schlafe.
Und das Tolle ist, manchmal passieren auf der Party auch random Events, die gar nicht mit euch was zu tun haben. Es gibt zum Beispiel einen anderen Serienkiller, der mit so einer Kettensäge auftaucht. Und man freut sich unglaublich, wenn der auftaucht, weil man denkt, ja geil, mach bitte so viel wie möglich kaputt. Weil es ist natürlich echt auch ganz schön anstrengend, weil man immer wieder neu anfängt, sich die Leute rauszusuchen, genau abzuwarten. Also Serienkiller wäre für mich nichts. Ich habe keine Geduld, ich würde es nicht weit bringen, also kann ich es auch gleich lassen. Ich müsste jetzt hier die ganze Zeit warten, bis keiner mich am Fenster sieht. Und zack! Und das Gemeine ist, es gibt sogar noch, hier ist nur ein Bookshelf. Jetzt habe ich ihn mit seinem Stuhl hier irgendwie egal. Jetzt haben sie mich, glaube ich. Nee, der geht runter und macht die Leiche einfach nur klar. Hat mich zum Glück keiner gesehen. Vielleicht sieht er mich jetzt. Ah gut, er geht nur runter. Haha, aber du. So, der kann im Bett liegen. Ah, ihr habt gesehen, es geht sogar. Also, ich habe irgendwie noch Punkte bekommen. Dafür, dass ich das Bett versaut habe, wenn ich das richtig verstanden habe. Wieso? Was habe ich denn damit zu tun? Zu welchem Telefon will er jetzt? Ach, zu dem. Scheiße, da komme ich nicht mehr rechtzeitig hin. Jetzt muss ich ganz schnell abhauen. Oder irgendwie einen anderen Weg finden. Oh, shit. Jetzt schaffe ich es nicht. Ah! Na gut. Damit habe ich irgendwie jetzt nicht gerechnet, dass der eine mich doch irgendwie erkennt. Ich meine, oft sehen die Figuren irgendwelche Leichen und rufen die Cops, aber selten bringen sie es mit demjenigen, also in der Familie, in Verbindung. Ah. Okay, ein weiterer Versuch. Was sagt mir ein Tipp? Nicht schlecht. Ich habe leider keine Pizza bisher. Ich habe auch gemerkt, dass es mit die beste Vorgehensweise ganz am Anfang die Betrunkenen zu nehmen. Und irgendwo in eine ruhige Ecke. Und da kann man die dann schön tschak, 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 tschak. Und dann sind die weg. Und dann kann man die natürlich auch, wenn man die Zeit und Lust hat, kann man die auch noch in dem Eiskübel entsorgen. Aber es ist dann doch schon... Ah! Okay. Nein! Oh, es geht immer so schnell. Wenn ich jetzt die Leiche mitnehme, wie sieht denn das aus? Könnte ich dann nicht... Nee, geht nicht. Okay, dann muss ich hier... Hoffe ich, dass der Korb da reinläuft. Ja! Super! Jetzt wollte ich eigentlich nur eine Leiche in den Eiskübel werfen und drei weitere Leichen habe ich angerichtet. So kann das passieren. Und oben rechts, oh, da meinte ich, es passieren manchmal so random Events. Hier rechts war gerade ein SWAT-Einsatz, der hat mit uns nichts zu tun. Und ich hatte auch schon, dass oben rechts ein Messlabor drin war. Also es passieren wirklich teilweise durch dieses neu zusammengestellte immer wieder interessante Sachen. Oh, da pennt noch einer. Shit. Nimmt der mich? Nein. Ja, jetzt ist er aufgestanden, der Typ. Da läuft er lang. Mal gucken, wo er hinläuft. Auf dem Weg noch schnell das Ding manipulieren hier. Nein, der hat mich gesehen. Oh, das ist ärgerlich. Der ist schneller als ich. Der kriegt mich. Ah. Ja, okay. Ich habe keine Sorge. Ich habe die anderen Spielstände natürlich auch noch gesichert. Also wir werden auf jeden Fall noch die anderen Maps sehen. Aber ich würde es schon gerne auch jetzt live schaffen. Man muss es halt mehrfach probieren tatsächlich. Man muss immer mehr manchmal auf den Zufall vertrauen. Und bei solchen Menschenansammlungen kann man halt nicht viel machen. Erstmal gucken, was passiert, wenn ich anrufe. Das ist oft immer ein kleiner Multiplikator. Das ist wieder nur die Limo. Was ist denn los? Die macht doch nichts. Ach nee, Moment. Gibt diese Limo, spuckt diese Limo drei Frauen aus und die sorgen dann auf der Tanzfläche für Ablenkung. Super. Nicht so funktioniert, wie ich es mir gedacht hatte, aber es klappt. Zack. Jetzt habe ich ein bisschen Ruhe. Schön in Ruhe die Leute dezimieren. Je länger ich diese Durchgänge für mich behalte, also die Leute nicht darauf aufmerksam mache, dass welche bestehen, werden die, glaube ich, auch nicht zugemauert. So, jetzt warte ich auf den zweiten, den werde ich jetzt gleich erledigen. Und direkt hier runterwerfen. Oh, das war vielleicht ein bisschen risky. Haha, nicht gesehen. Alles okay. Chuck.
Und hier auch wieder. Jetzt bleibe ich erstmal ein bisschen stehen. Ach, das ist auch so nett. Es gibt ein paar Frauen auf der Party, die verlieben sich in mich. Und mit denen kann ich dann so ein bisschen um die Ecke gehen und sie umbringen. Also es endet immer beim Umbringen. Das ist schon korrekt. Aber es gibt viele Wege dahin. So. Müssen die Kanalisation eigentlich langsam voll sein. Zack. Die rechnen alle mit nichts. Alle viel zu vertrauensselig. Den DJ hebe ich mir natürlich fürs Ende auf. Zack. 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 Okay, hoffentlich entdecken die anderen nicht. Das ist richtige Handarbeit. Da muss man, als Killer, muss man sich wirklich eine Menge Mühe machen auch, um sein Tageswerk zu verrichten. Das ist, wird oft unterschätzt, wie viel Arbeit es ist. Vorbereitung, Messerreinigung. Oh. Und dann immer diese sich liebenden Paare, die einfach nerven. Oh, oh, hat er mich gesehen? Soll ich hier weggehen? Nein. Okay. Haha, die kommen gar nicht hinterher. Kommen nicht mehr hinterher mit dem ganzen Analysieren dieser Morde. Hier oben ist hier dieses Messlabor, oder was soll das sein? Naja gut, ich mache einfach mal Benzin an. Viel Spaß. Und während da oben abgelenkt wird, murks ich den hier schnell ab. Hoffe, dass es sich auszahlt. Vielleicht die auch noch. Oder den. So, mich hat keiner gesehen. Ich war nichts. So. Während da oben gelöscht wird, warte ich mal ein bisschen. Man kann übrigens auch jederzeit L drücken und dann kriegt man, ihr seht es gerade hier mit diesen kleinen Fadenkreuzen und anderen Symbolen, angezeigt, was ich theoretisch machen könnte. Jetzt entdecken sie gerade die ganzen Leichen, können das aber nicht mit mir in Zusammenhang bringen und die Party geht unvermittelt weiter. Das muss eine verdammt gute Party sein. Zack, zack, zack. Ging ganz schnell. Die Feuerwehrmänner spare ich mir, die brauche ich nicht, weil die gehen wieder. Ich will ja nur, dass sie alle gehen, dass diese Party aufhört. Ach, da wieder da draußen, ne? Wunderbar. Direkt neben dem Leichensack. Ah, geht schnell. Soll ich den vielleicht nochmal entsorgen? Hoffentlich sieht er mich nicht. Jawohl, sehr gut. Der geht jetzt raus. Oh, hier oben. Könnte ich auch mal aufräumen. Wird echt Zeit. Oh, da oben, oben rechts hat sich einer in dem Labor verirrt. Kurz noch den Feuerlöscher aktivieren. Achtung! Mord! Wo kann ich den noch? Kann ich hier irgendwas mitmachen? Irgendwo verstecken oder so? Nee, hier kann ich nichts machen. Ich kann nur mit der Leiche aus dem Fenster und hier in den Mülleimer. Da will schon wieder einer. Warum ruft hier schon wieder einer die Cops? Was ist passiert? Was genau ist das Problem? Wo geht der hin? Hoffentlich nicht zu mir? Nee. Ich bin immer paranoid, was sowas angeht. Nur weil ich bisher ca. 20 Gäste dieser Party erledigt habe, muss ich ja nicht für jedes Verbrechen verantwortlich sein. So, dasselbe machen wir nochmal. Ich bin mir nicht sicher, was da unten diese klappernde Tür, was das für eine Falle ist und wie die ausgelöst wird. So. Wir haben es fast. Jetzt kommt nochmal ein bisschen was Originelleres. Ich gehe jetzt links oben zu dem Futter und das wird von mir ein bisschen verseucht. Es gibt auch noch eine andere. Es gibt so Items, die kann man finden und einsammeln und eins davon ist für die Getränke auch noch, dass man die auch noch verseuchen kann. Und ihr seht jetzt, Leute essen das, kriegen dann so einen grünen Kringel und ich glaube, die sterben dann einfach. Ich bin mir nicht sicher, ob die nur bewusstlos werden oder sterben. Und der Typ hier ist der besagte, ich glaube, ist ein Drogenhändler. Auf jeden Fall ist er sehr suspekt. Ich kann ihn jetzt aber leider gerade nicht erledigen. Ah. Aber vielleicht, wenn ich ein bisschen warte und gucke, was passiert. Ah, da geht er in einen einsamen Raum. Dort sterben die ersten oben links.
zack, zack, zack. Quickstep. Nein, warum? Was habe ich denn gemacht? Oh, shit. Jetzt muss ich ganz schnell oben durchs Fenster. Nein! Oh, so eine Kacke! Ich hatte es doch fast. Ah, verdammt, das ist wirklich ärgerlich. Mann, das ist schade. Naja, wir haben eh nur noch jetzt, ne, wobei nur noch 6 Minuten. Ich kann nochmal eine schnelle Runde versuchen. Danach gucken wir uns, haben wir erstmal Werbung und danach gucken wir uns die anderen zwei Maps an, die ich freigespielt habe. Auch hier rufe ich jetzt erstmal wieder irgendwen an. Schade, das Golfkart, was eben noch da war, ist jetzt nicht mehr da. Okay, jetzt kommen aber alle Leute. Wenn die jetzt tanzen, dann schwitzen die und dann wollen die was trinken. Und deswegen werde ich jetzt... Oh Gott, wo ist denn das Fass hin? Ach, jetzt ist auch noch das Fass weg. Wie soll ich denn dann alle vernichten, die jetzt gerade tanzen? Na gut, immerhin habe ich ein bisschen Freiheit, um hier sauber zu machen. Es macht wirklich Spaß, man fühlt sich echt so ein bisschen... ja, in das Gemütsleben eines Killers versetzt und merkt eben, wie schon gesagt, das ist verdammt viel Arbeit. Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt. Für das bisschen Wohlgefühl, was man da hat. Oh, Moment, jetzt regnet es hier auch noch gerade. Oh, shit. Eine Sekunde, es regnet mir hier wirklich in die Bude. Ja, kann passieren, ne? Kann passieren. Das ist einfach, wenn es regnet und hier diese Dachfenster schräg sind, dann ist das eine perfekte Wasserabflussleitung auf unsere Sachen, die hier so rumstehen, wie Computer oder wichtige Möbel. Bin ich tot? Lebe ich noch? Nein, mich hat keiner entdeckt. Da habe ich jetzt irgendwie nicht mit gerechnet. Dafür kannst du gleich mal den Abschied machen. Wir haben noch 4 Minuten 30. Ich hoffe, dass ich es irgendwie noch schaffe, jetzt ganz schnell hier ein bisschen Chaos anzurichten. Ich würde es schon gerne selbst schaffen, statt jetzt meinen Spielstand zu laden, aber es sieht im Moment nicht gut aus. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So sieht es hier gerade aus. Alle kommen sie nach, ich komme gar nicht hinterher gerade. Man kann, ihr seht es, auch rennen, aber immer nur kurz, was ich auch schön finde, dass es so eine gewisse Ausdauer gibt. Also da wurde im Detail echt an vieles gedacht. So, machen wir mal den Gasherd an. Oh, jetzt ist die große Frage. Kommt die Polizei unten lang? Ja. Oh, vielleicht kommt er ja rein. Ja, ja, genau richtig. Perfekt. Das gibt fette Punktzahl. Schon kommt Mario und nervt mich. Den kann man auch nicht umbringen, leider. Der lässt sich nicht kaputt machen. Okay, die Party ist immerhin im Gange. Aber mir gehen ein bisschen die Möglichkeiten aus. Das dauert immer so lange. Oh, der sieht es jetzt bestimmt. Ja, klar. War logisch. Dann nutze ich das jetzt auch, weil jetzt kommen ja wahrscheinlich eh gleich Polizisten und dann kann ich auch gleich noch ein bisschen vorher was erledigen. So, da kommt er gleich. Kriegen die es überhaupt mit? Nee, habe ich so viele umgebracht, dass sie es gar nicht mitgekriegt haben. Warum bringe ich den nicht auch mit um? Oh, okay, die Wissenschaftler oder eher die Corona lassen sich von mir nicht abstechen. Oh, wieder was gelernt. Oh, ich immer auf den Kieker haben hier. Okay, oh nein, natürlich, die habe ich gesehen, klar. Ja, den habe ich auch erwischt. Bin mir nicht sicher, was passiert, wenn man... Cops erledigt. Oh, könnte es sein? Oh, gerade frage ich mich, schon passiert's. FBI-Agenten kommen. Was machen die? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich traue mich gar nicht mehr zu morden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich raustrauen darf. Die scheinen mich nicht wahrzunehmen als Gefahr. Okay. Ah, hör auf!
Verdammt, warum erinnern die sich die ganze Zeit an mich? Ja, jetzt bin ich tot. Naja, jetzt haben wir verschiedene Arten gesehen, wie man auf dieser Party draufgehen kann. Hauptsächlich ich. Aber ich habe viele mitgenommen. Und das ist ja auch schon was. Wir haben nur noch eine Minute, deswegen... Naja, wobei... Mal gucken, was sich hier geändert hat. Nee, hat sich nichts. Golfkart und so. Nee, wir fangen einfach gleich die nächsten, nach der Werbung kurz den nächsten Level an. Und der hat es in sich. Der ist nochmal einen Ticken schwieriger, aber abwechslungsreich eher als das jetzt hier gerade. Bis gleich. Wieder bei After Dark mit dem Spiel Party Hard.